Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir, warte mal, erstmal Expedition, wupf. So, Piratenflagge, Neptuns Flotte. Ja, da kann ich auch direkt schon mal zeigen, was ich aus Screen gemacht habe. Ich habe nämlich die blöde Leute hier zu den Gebieten hingeschickt und habe währenddessen, ich glaube, zwei oder drei neue Gebiete bekommen. Einmal haben wir das Krytianische Archipel, was weiß ich, was das ist. So, diese verborgene Insel erreicht man nur, wenn man einen Stern der heldenmutigen Vesperia den Weg aufzeigt. Ihre Bewohner verehren den sogenannten Dämonenhund. Anspielung an Tales of Vesperia, ne? Habe ich nie gespielt, würde ich gerne spielen, aber tja, keine Xbox. Und japanisch spiele ich das nicht. Dann haben wir die Chigel-Insel, was eine Anspielung an Tales of the Abyss ist, weil man sieht da die Form von Mio. Und da ist, glaube ich, auch, das war, glaube ich, ein Schickel, ne? Auf der sogenannten Insel des Dings lebt ein feuerspeiende heilige Bestie, die Zukunft vorhersagen kann. Großen Stuchen im Innern verströmen einen üblen Gestank. Wie Asthma. Ah. Ja, ich habe jetzt auf der Abyss deutlich gespielt, deswegen weiß ich ja alles. Ja, Ding, so hat Luke das immer genannt. So, dann haben wir einmal Insel, Noct und Dia. Das sagt mir jetzt zum Beispiel nichts. Auf dieser verlockenden, aber gefährlichen Insel sollen starke Gefühle Gestalten annehmen. Auch die Zeit verstreicht unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man sich aufhält. Ich habe keine Ahnung, wo das eine Anspielung dran ist. Aber was soll's. Dann Alban. Im Herzen dieses Kontinents soll eine Zivilisation geben, die Zeit und Raum überwinden kann. Deren Gänzestil soll in der Region Japan entstanden sein. Ja, das habe ich irgendwie gelesen. Habe ich mir gedacht, was? So, ich habe da alles abgegriffen, was wir nehmen konnten. Route zur Chigel-Insel, also weiter. Da kommt noch ein Gebiet anscheinend. So, was haben wir denn hier als Christen-Insel? Ja. Body Blast hier am Reif. Baguette Pela, Flauschige Repeat. Kann ich euch mal alles zeigen? So, diese Sachen. Ich sollte mal, ja, Schlüssel von Lorelei, ja, da sagt mir auch was. Dann die ganzen Dekorationssachen, meine ich. Kann ich mal alles im Laufe der Zeit zeigen. Aber jetzt sehen wir jetzt, wo ich die alle ab. Wir schicken natürlich zu Alban jemanden in 25 Minuten, perfekt. So. Ich habe mal Seelen gesammelt. Öffnen wir das hier noch. Boom. Katzeinladung. Eine Ahnung von Katz, die lautet: Such mich bitte in Telesin mir auf. Okay, cool. Ich nehme an, das haben wir bekommen, weil wir viele von diesen Truhen geöffnet haben. So, aber uns fehlt noch eine Katztruhe. Und zwar hier am Ende von Dingens. Diesen Morgana-Wald. Ne, ich glaube, da war wieder ein anderer, ne? Ja, läuft die Aufnahme überhaupt? Ja! Okay, aufscreen habe ich wieder ein bisschen trainiert bis zu Level 47 mit Velvet, alle anderen 46, glaube ich. Ich habe den Laden-Level auf Level 10 gemacht, indem ich immer Traumgummis gekauft und verkauft habe. So gegen Ende habe ich das hier bekommen: Goldrosenschärpe, was nicht so schlecht ist hier von dem Effekt. 8%ige Chance, keine Seele zu verbrauchen bei Seelenbrecher. Das ist irgendwie krass. So, während ich hier durchgehe, gucke ich mal hier in meine Notizen. Und was haben wir noch als? Ich muss mal ganz kurz gucken. Fangen wir mit den Arzt an. Boah. Gleichzeitig dahin zu gucken und dahin zu gucken, das geht nicht. So, auf dem Rückweg nehme ich die Dinger noch mit am besten. Muss ja wieder Seelen sammeln. Ja, nicht wahr sein. So, wir können aber versuchen, mal gegen diesen Boss hier zu kämpfen, ne? So, mit Velvet habe ich auf Level 47 einmal Bindener Frost gelernt. Mit Rokuro auf Level 44. Was, so viel habe ich getrainiert? Kata 7, Flitzebolzen. Den hatte ich doch schon vorher, oder? Laufzeit habe ich Lebenselixier gelernt. Auf Level 43? Nee, kann doch nicht sein. Auf Level 45 habe ich mit Magilo letzte Umarmung gelernt. Mit Elnor habe ich auf Level 45 Thermalspieß gelernt. Das scheint mir doch hier ja zu passen. Ich möchte den Boss jetzt nicht. Boom. Ich möchte den Boss hier nicht versuchen, weil lustige Geschichte, als ich irgendwie so, weiß ich nicht, trainiert habe auf Screen, das ist heute noch alles passiert. Ich bin eine halbe Stunde, weil ich tue immer, ich will immer so, weiß ich nicht, wenig speichern tue ich auf jeden Fall. Und ja, da habe ich die Dinger nicht mitgenommen. Ich war eine halbe Stunde da irgendwo im Wald rumlaufen und ach, ich habe wieder was vergessen. Boah,
Ich glaube, ja, heute wird storymäßig nicht mehr viel, habe ich so das Gefühl. Ich habe trainiert, so bin eine halbe Stunde durchgelaufen, dann kam die so nach den Dingen. Ja, wenn ich erkläre, kann ich auch mal Seelen einsammeln. Kennt du diese? Ja, kennt du diese Bosse, die so nach dem Kämpfen hin und wieder auftauchen? Ja, davon habe ich einen versucht. Au. Und ja, das lief auch sehr. Hallo? Das lief auch eigentlich sehr gut, nur so gegen Ende lief es nicht gut. Der hat auf einmal alle meine Leute hier erledigt. So, ich bleib jetzt beim Sprechen. Ich erkläre jetzt einfach ja alles. Meine Güte. Und ja, da ist mir wieder eine halbe Stunde flöten gegangen. Da musste ich das wieder aufholen. Und ja, das war nicht so schön. So, ich habe noch ein paar Titel. Zeigen wir mal hier. Eifrige Sammlerin bei 200 Beuteobjekte hier. Boom. Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich hier die Beuteobjekte von den Monstern bekommen habe. Mal gedauert nichts an Titel. Eleanor hat Lager vorbei drin, auch Sammelobjekte oder Beuteobjekte. Ja, was habe ich? Achso, er hat das. Okay, Luffy hat der 3 Titel bekommen. Einmal Hexer bei 10.000 Malakarts. Jetzt konnte ich halt eigentlich abstellen, ne? Sonst würde das ja nichts bringen. Aber was soll's. Dann haben wir 180 Expeditionen. Na, da Dings bekommen. Seelenkommandant. Seekommandant. Steht oder? Verdammt! Ja, er hat schon 2 Titel hier auf Maximum gemacht. Und Schwachstellenjäger bei 500 Schwachpunkt-Kombos. Wo ist er hier? So, das habe ich jetzt nicht. So, noch irgendwas. Haben nicht, das ist alles, was ich auf Screen gemacht habe. Ach ja, und dann habe ich noch hier diese Dings gefunden. So, das muss ich mich ja irgendwo heilen, ne? Wir haben diesen Kartentypen da oben gefunden. Und zwar weiß ich jetzt, wie man da hinkommt, und zwar hier. Da sollten wir auch noch mal irgendwie so ein Kartenspiel versuchen. Das wollte ich eigentlich ausgehen, mal habe ich jetzt total vergessen. Das machen wir jetzt einfach. Weil, warum nicht? Ihr habt doch Zeit, ne? Hier 2-3 Leute. So, das ist ein ganz schön blöder Umweg hier hinzukommen. Bin nicht so gut. So, ich habe auf Anfänger schon gemacht, damit ich euch das erspare. Aber versuchen wir jetzt mal auf normal. Das war erstmal bei Anfänger geschafft. Also versuchen wir mal. Direkt das Spiel zwar immer noch nicht so, aber was soll's. So, nehmen wir dich. Gut. Hätte gern die Xillia Crew, wenn es geht. Da ist die letzte. Nimmst mir jetzt wahrscheinlich weg. So, wer könnte denn hier noch passen? Ich habe hier rote viele. Nehmen wir die. Na, verdammt, noch mal falsche. Ja, jetzt habe ich schon wieder voll wenig Leute, geil. Ah, Tales of Excel, ja, Bams. Fortsetzen, boom. Was kriegen die ab bis zusammen? Ey. War doof, was ich gemacht habe. Na, jetzt kriegt er wahrscheinlich mehr Punkte, ne? Aber er setzt auch fort, okay. Verbündeter abschließen. So, ich check das Spiel mal. Jetzt werden neue Karten ausgeteilt, weil sich 4 oder mehr Karten mit denselben Fahnen auf dem Feld oder im Spiel befinden. Okay, was auch immer. Ich check's nicht. Braces bitte. Wen haben wir denn hier? So, damit du nicht den Ninja-Bonus wieder bekommst, ne? Schon im letzten Mal auch irgendwie, als ich aufscreen versucht habe. Du hast mir jetzt Graces. Kann ich das wagen? Ne? Habe ich mir eben Abyss. Puff. No, du kriegst nicht Vesperia, ja. Yeah. Das Spiel irgendwie nicht viel Strategie. Hier ist irgendwie nicht viel Strategie in dem Spiel. So, ich nehme jetzt dein Dings weg. Bams. Muss einfach nur immer aufhören, wenn du genug Punkte hast. Nach 3 Runden halt. Du, wollte ich gerade mitnehmen. Warte, ich nehme Symphonia hier, Auserwählte.
mein Gott, jetzt immer noch Symphonia. Was haben wir denn? Wir haben viele. Ich gucke mal so nach den Dingern, die sind alle irgendwie so Buddy-Buddy-Dinger. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Zeichen alle bedeuten. Ja, ist so diese zwei Mannequin-Zeichen. Ah, Juri und Estelle, Kronprinzessin. Und ja, was haben wir hier? Muss ja alles hier auswendig wissen, also mal Problem. Und abschließen, bam. Ich verstehe das Spiel nicht so. Entenschwanzfrisur. Das war's, okay. Stimmt, ich könnte ja mal hier die Sachen zeigen, die ich bekommen habe. Ich nicht runter scrollen irgendwie, war doch hier mit linken, weil haben wir alles Neues hier, linksseitiger Pony, Entenschwanzfrisur, ja, das ist so ein Ding, ist ja so eine Elvis Locke, weil ich glaube, ich habe mit Magilo habe ich einen Badeanzug bekommen, ne? Ja, schön, ne? Noch irgendjemanden, so das hier habe ich irgendwie bekommen, ich habe gar nicht gemerkt, wann ich das hier bekommen habe, aber irgendwo habe ich das anscheinend her. Er hat eine Badehose, du hast eine Badehose, du hast eine Badehose, du hast eine Badehose, fehlt noch Eleanor, ne? Gut, weiter. Jetzt wartet ihr irgendwie. Hier ist eine Sackgasse, ne? Ja, die Truhen habe ich auch geöffnet, da war nichts Besonderes drin. Ich glaube, ein Trank des Lebens und irgendwas anderes, was ich schon 99 Mal hatte. So, in Talisin warten Katz auf mich. Nehme ich an, ich kann wahrscheinlich zur Katz Corner gehen, ne? So wie in einigen anderen Spielen. Gucken wir mal. Ich möchte aber vorher mal speichern. Kann ich ja neue Sachen kaufen? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich habe als heute noch gemacht, deswegen kann ja nicht so. Ich weiß nicht, wann die Läden hier aktualisiert werden, aber. So, doch, wir waren Level 43 als das letzte Mal, okay. Habe ich doch ein bisschen übertrieben mit dem Training, ne? Aber ich krieg trotzdem meine Fresse poliert von diesen einen komischen Viech. Da war irgendwie so ein komisches Viech. Da war irgendwie eine Wand, wo irgendwie ein Hinterkörper irgendwie rausgekommen ist. Glaubt mir, es macht mehr Sinn, wenn ich das euch zeige irgendwann mal. Ich wollte es erst aufnehmen, um es euch zu zeigen, aber ich bin sowieso feig, also was soll's. So, heilen wir uns mal. Weil ich ja gerade fast wieder feig wäre. Oder gucken wir mal. So, wo ist diese Katze jetzt? Also ich nehme an, eine Katze ist hier irgendwo. Habe ich das jetzt irgendwo hier? Katze einladen. Einfach von Katze, die da lautet. Such mich bitte in Talisin auf. Miauf. So, dieses Ausrufezeichen kann es nicht sein, weil das war schon vorher da. Oder ist es da hinten das? Muss ich diese einen aufsuchen hier, diese Minispielkatzen? Dich hier, dass ihr mir ein Gearbot anstellen könnt. Flaggenjagd. Sag mal, das ist wahrscheinlich wieder voll so richtig schwer, ne? Da mache ich das richtig. Oder war falsch. War ich nicht schlecht so von der. Okay, wo ist das letzte Teil schon wieder, Mann? Ja. Oh. Junge. Mädel. Ziel. Neuer Rekord. Machen wir nochmal. Mal eine vernünftige Zeit hier aufstellen und dann weiter.
So. Vielleicht kriege ich auch was Geiles, wenn ich irgendwie eine Bestzeit oder so aufstelle. Okay. Warte, was eins mit dem Geo, nicht als Belohnung. Geoboard, Tatami. Ein Geoboard mit Binsenduft. Nicht auf die grünen Teile treten. Und das nochmal machen, miau. Okay, du musst nicht. Mit dir muss ich nicht reden anscheinend. Okay, wir haben ein neues Geoboard bekommen. Ja, macht eigentlich Sinn, ne? Warte mal, wer ist gerade am Kochen? Roku, gut. Ja, mit Rabbit habe ich Level 12 erreicht. Und irgendwie, weiß nicht, Schaden reduziert werden. Was zum? Okay. Bin ich gut, dass man verschiedene Geoboards haben kann. Ich weiß, das ist irgendwie komische. Wo bin ich? Ach so, das ist der Eingang, ne? Irgendwie eine komische Sache, die man irgendwie machen kann, aber warum nicht? Ne, ich meine, warum sollte man nicht sein Geoboard ändern können? Ah. Die machen wir platt. Wahrscheinlich darf ich da sowieso nicht hin. Ich glaube, wir müssen jetzt zur Dings wieder zur Gefängnisinsel zurück. Ne? Bring it on, die machen wir platt. ヘビみたいで顔色も変だったし体は人間なのに下半身がニョロッとくねっとして気味悪くってヘビ女かしかもそんなのがうようよしてたんですよ思い出すと夜も眠れなくて寝不足で仲間に迷惑をかける前にさっさと浸水でも飲んで寝ろベンウィックに許可は出しておく ありがとうございます副長せっかくなんであいつが隠してる琥珀浸水の12年ものでもセビってやりますか Aha, sehr gut. Wahrscheinlich können wir da sowieso nicht hin, ne? Na, was mit dir? Ich muss jemanden in Talisin aufsuchen. Wo bist du? Ich möchte jetzt nicht zum Stern gehen, da heißt es irgendwie. Ja, du willst zur Titania, so ist glaube ich die Gefängnisinsel, ne? Gerne, komm. Na super. Bei dem Part erreicht man nicht viel, das ist schon mal sehr klar. Weil mich aussteuert ist, hier fehlt nur eine Truhe und ich habe hier irgendwie alles schon abgesucht. Ich verstehe nicht, wo hier irgendwie nur eine Truhe sein kann. So. Hier drin vielleicht. Muss da irgendwo eine Katze sein, ne? Ja, okay. Irgendwas erledigt anscheinend. Die ganzen Viecher muss ich noch erledigen. Warte mal, was? Im stärkeren, den habe ich erledigt bekommen. Okay. Weiß nicht. Vielleicht schaffe ich das eine Viech auch noch, aber lass mal das. Vielleicht kann ich ja, vielleicht versuche ich noch mal am Ende des Parts hier, wenn wir nicht mehr viel erreichen. Da muss ich mit dir reden. Ah, mit wem muss ich reden? Eine Katze finden wahrscheinlich, ne? Oder eine Katze oder was ich. Tales of boah, Graces. Graces F, ja. Muss man, glaube ich, Katzen irgendwie ansprechen. Dann kann man zur Katz Corner. Dann nehme ich mal an, hier wird das gleiche der Fall sein, ne? Aber ich finde nichts. Menno. Ich möchte beichten. Stehe nicht. Oh. Da bin ich. Da ist wieder irgendwo da oben, ne?
Wäre richtig nervig. Also, boah. Ich dachte. Ich will schon aus Frust hier alles Mögliche mitnehmen. Darf nicht wahr sein. Ja, versucht irgendwie einige meiner Ausrüstungsobjekte hochzuleveln, aber ging irgendwie nicht. Weil mir irgendwie, ich brauche irgendwie so Topaz-Fragmente oder Gold-Fragmente und so, und da habe ich gar nichts. Ist das nicht geil? Da oben ist ein lilanes Zeichen, ach, das ist glaube ich da unten, ne? War ich glaube ich schon. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also wo die Katze zu finden ist, nehme ich an. Katze, ne? Ich muss eine Katze finden oder irgendwie sowas. Ich sage mir nicht, dass es irgendwie jetzt so, ah, du hast noch nicht diesen Punkt in der Story erreicht und deswegen kannst du noch nicht dahin oder so, weil das wäre Bull. Dann sollen sie mir doch jetzt nicht so viele Truhen in den Weg stellen. Haben sie irgendwie damit gerechnet, dass ich hier keinen von denen öffne oder was? So, wir haben schon 21 Minuten, ich habe fast gar nichts erreicht, geil. Ich speichere mal. Ich hoffe, wir können zu dieser Insel jetzt hin. Und dann ich hier irgendwie gezwungen werde, nach der Titania hier zu gehen. Zur Titania. Und ja. Dann hoffentlich. Also diese Stufe 4 Dinger, die schaffe ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder in die Story hier hineingeworfen werden. So, hi, was geht? Ogari, Kuma wa mitsukatta ka? Keine Ahnung, hast du eine Katze gesehen? Kono ko tachi wo Titania made onegai. Inu! Matta! Tokage mo ugoku yoroi mo ii kedo. Inu wo noseru no wa chotto. Ehrlich? Nigate nano. Okay, bin ich auch nicht. Kodomo no koro kamareta da. Nara anshin shite. Kono ko tachi ga kui koroshitai no wa atashi da kara. Orti und Russ aufpassen. Also nicht mal so ein Hunde- und Katzengespräch, weil es geht. あいつら Wir haben noch eine Gruppe von Therions. Irgendjemand wird schon um die kümmern. モアナは昔犬を飼っていたと言っていたし、万一犬たちが暴れても、メディサがついていれば安心だろう。二人にお願いするのが良さそうだね。僕頼んでおくよ。よろしくね。クーマを殺すわけにもいかないし。 あ、バブ。アイン。ニコの方見たく。ベルベット。やんのべせやの会に götötet。セリオに行くといいでふよ。セリオに?なんだ?おかみの犬がわんさかいるだわん。そうなんだ。わあ。わあ。めべ、別にしたらさ、なんのすぼん。 Hahaha, ihr seid ja... Ach, wir könnten sowieso nur leiden, okay. Was? Ach, Apoden sind Schlangen. Ich frage mich mal, was bedeutet Apoden? Jetzt weiß ich's. Schlangen. Nehme ich an. Seid ruhig. So. Hier ist kein Baum, also kann ich nicht auf dem Geoboard. Oder mein... Weiß ich nicht. Dieses asiatische, japanische... Dingens hier, was man das nennt. Diese Türen, ja, die man so aufziehen kann, das ist direkt die nächste Katastrophe.
Ich habe wahrscheinlich nicht genug Punkte, ne? Boom. Boom. Hab ich wohl. Er hat noch Minute. Eleanor, ha. Und jetzt würde ich gerne mal. Mann, ich will überall hingehen können, verdammt. Ich muss zu einigen Orten jetzt zurück, um einige Dings zu erledigen. Einige von diesen Jagdviechern. Aber kann ich nicht. Weil ich nicht zu diesem verdammten Strand zurückgehen kann oder sowas. Aber bald. Bald. Erstmal machen wir hier ein paar Gegner platt. Weil fertig. Ja, gut, nein. Okay, ciao. Wir wollen beschwören, Anleitungen lesen. Oh mein Gott, warum haben wir alle voll? Naja, ich habe die Angriffe ein bisschen geändert. Ich habe es so gemacht, ich habe jeden Angriff, der irgendwie mehr als 1000 Benutzungen hatte, abgestellt. Weiß nicht. Ich habe mal irgendwie so im Spiel irgendwie so noch was gesagt bekommen, dass irgendwie Fähigkeiten freigeschaltet werden, wenn man viele Benutzungen von jedem Angriff hat und so. Oder wenn man viele Sterne hat. Und ja. Deswegen habe ich. Die Sache ist ja die, man. Für die ersten Benutzungen. Ich sag euch das mal einfach. Ja, was haben wir denn hier? Irgendwann, weil ich ganz oft eingesetzt habe. Irgendeinen anderen Charakter, der schon mehr hat. Rocco zum Beispiel. Der hat 2015 Benutzungen für diesen Angriff. Hat schon 3 Sterne. Wahrscheinlich brauche ich irgendwie so tausende weitere Benutzungen, um 1/2 Stern oder so zu bekommen. Ne, steht da. Und die hat er zum Beispiel nur 131 und hat schon fast und hat schon 1/2 Stern. Also sollte ich am besten immer die Sachen einsetzen, die irgendwie wenige Benutzungen haben, damit ich immer noch Sterne bekomme. Wie es aussieht, scheine ich bei 1000 immer irgendwie ein. Hier 800, 900. Bei 1000 scheine ich so. Okay, bei 2000 scheint man. Ja, das ist hier, man bekommt 2,5 Sterne bei 1000 Einsätzen und dann für nochmal 1000 Einsätze bekommt man 1/2 Stern. Wisst ihr, was ich meine? Das lohnt sich nicht mehr so. Deswegen habe ich einige Angriffe abgestellt und das ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? Dann sieht man ja eigentlich verschiedene Angriffe von den Charakteren noch. Ja, sie, ihr Angriff hier, weiß ich nicht. Das ist ein Angriff nur gewesen. Hier, das hier. Ich drück nur X. Weiß ich nicht, was ist das für ein Angriff? Hier, 6er Schlag. Da ist nur ein Angriff. Das hier. Da ist nur ein Angriff. Ein einziger Angriff. Das ist krass. Boom. Ja, so sieht man halt ein paar andere Angriffe, würde ich sagen. Das ist auch nicht schlecht. Ne? Ich setze allgemein irgendwie mehr physische Angriffe an. Seine physische Angriffe sind aber noch voll wenig Einsätze. Also seine Art Angriffe, seine Malakarts dafür sind sehr oft eingesetzt worden. Ja, ich habe ja schon einen Titel für 10.000 Malakarts bekommen. Ja, damit. Mal ein, habt ihr auch alle 4? Warum haben die alle Dings hier 4 Seelendinger? Noch mehr. Ich versuche jetzt mal das Lied. So, ich will es. Nein, Love is it. Oh Gott. Ja. Warum bist du denn jetzt, Frank Mann? Boah, ist jetzt Eisen. Sind ja schon wieder passiert, Mann. Alter! Alter! Hört auf zu zaubern, die Blöde, ey. Ich zauber eine Gegner, kotzt mich so an, ey. Wir sind meine Schwachstelle hier. So, ihr seid da, die zaubern, oder?
So, direkt reingekommen, Mystic Art. Mein Gott. So, setzt mal eure Dinger ein, damit ihr euch heilt. Seelenbrecher sind die beste Art von Heilung. Die Viecher sind auch Schlangen, was? Das für Apollon bedeutet was vollkommen anderes. Hello, boom und zack. Oh Mann. Oh ja. Oh geil. Hör damit. Wo ist das? Wo ziehst du denn hin? Nein, keine Zauber. Zauber sind böse. Komm, noch jemand. Hier, komm. Zauber. Wen ziehst du eigentlich? Ey. Steht dir einfach so nach links, obwohl vor mir einer steht. Boom. Keine Lust auf euch. Meint ihr noch jemanden zaubern zu wollen? Ja. Schlitzt euch auf, Mann. Ich tue ganz böse Sachen mit euch. Wahrscheinlich gleich schon vorbei, ne? Nö, okay. Hat gesegneter Baum, Ristat. Kannst du es wagen zu denken, du weißt was Besseres als ich? Ey. Ristat. So, ich setz mal Feuer ein. So gut wie Blitz. Ich massakriere euch mit meinen Feuerblättern. Und voll einer auf Layla. Aus Tales of Systeria. Ja, wechsel gerade zu ihm, er kriegt auf die Fresse. Wechsel gerade von Magilo weg und schon zaubern die hier. Sind eigentlich übersichtlich hier so. Von dem Geschehen her. Ich meine, Tales of Spiele sind jetzt nicht so übersichtlich. Von den Kämpfen her, aber. So wie ich hier die Charaktere hin und her switche und meine Seelendinger einsetze, hat man da als Zuschauer überhaupt noch einen Überblick? Hier so eine Frage für die Leute, die vielleicht meine Videos gucken. Oh mein Gott. Was soll das immer? Da passiert immer so mitten aus nichts, ey. Warum ist Eisen? Ich glaube, der hat ich glaube, der hat eine Weste an, ne? Wegen Dingens hier, wegen Lerngeschwindigkeit und so, ne? Deswegen hat er, glaube ich, die schwächste Weste an, aber trotzdem. Boom. Und weg seid ihr. Ja, war schon wieder so einfach. Sparstiefel, Bams. Geisterleuche. Sprüche, die einen großen Atemzahl bieten. Alle Dämonen besiegt. Ja, das habe ich gemerkt. Gewaltmarsch. Boom. Wuff. Ketchup. Dingens. Nichts bekommen. Wieder zurück. Geh wieder raus da, verdammt. So. Fahrstiefel haben einige noch nicht. Nehmen wir, was weiß ich. Lerngeschwindigkeit hier. Topaz-Stiefel, du hast noch nicht. Ja, 130. Boom. Gewaltenmarsch. Das waren Herrenschuhe, ne? Ich sagte immer so fein, ne? So alt, da war es gerade. Da, Gewaltmarsch. Wo geht's bei? Schon wieder so. Dafür 400. Ey. So, Kacke. So, ich hatte noch irgendwas hier. Links. Lerngeschwindigkeit von, ja. Ich
meine, eine war so gut wie fertig, aber trotzdem. Gut, haben wir das erledigt. Warum ist ja kein Baummann? Gut, dann zischen wir hier ab, gehen zum Talesia. Ich suche vielleicht noch offscreen mal, ob ich irgendwie eine Katze finden muss oder so. Und muss ich sagen, nächsten Folge gehen wir zurück zur Titania, ne? Ja, nach dem Plan, ja, ne? Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas lassen. Das würde mich sehr freuen. Und sagt dann tschüss.